Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 10. März. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für euch vorbereitet. Es geht um Airbnb, Huawei, Plex, Facebook, Google, ein Atommagneten und Game of Thrones. Wir beginnen bei Airbnb. Die haben sich wieder eine kräftige Finanzspritze geholt, so zumindest ein Bericht der US-Börsenaufsicht. Die dürften sich jetzt wieder $1 Milliarde geholt haben, um weiter arbeiten zu können. Airbnb ist das zweitgrößte Startup der USA, gleich direkt hinter Uber. Es ist der Konzern, der quasi der Hotelindustrie zusetzt. Die haben schon einige Finanzspritzen hinter sich. Mit einer weiteren $1 Milliarde werden sie sich sicherlich wieder einige Zeit über Wasser halten können. Wir kommen zu Huawei. Die haben heute das P10 Lite vorgestellt. Auf dem MWC wurde das P10 vorgestellt. Jetzt das P10 Lite, eine Ankündigung für den deutschsprachigen Raum gab es noch nicht. Mediamarkt hat das Gerät allerdings schon für 350 Euro gelistet. Am 24. März ist aktuell das Lieferdatum quasi genannt. Bleibt fraglich, ob es dann tatsächlich kommt. Zur Hardwareausstattung wissen wir schon mehr. In Malaysia wurde das Handy offiziell schon angekündigt. Im Endeffekt hat es nicht wirklich viel mit dem P10 zu tun. Es gibt keine Dual-Kamera, es gibt keine Leica-Kamera. Es kommt auf eine Auflösung von 1920x1080 Pixel bei 5,2 Zoll. Der quasi stärkere Bruder ist nur 5,1 Zoll groß. Als Prozessor dürfte ein Octa-Core Kirin 658 zum Einsatz kommen. 12-Megapixel-Kamera, Android 7, alles nett für den Preis, durchaus eine interessante Sache. Wir dürfen gespannt sein, ob es dann tatsächlich auch bei uns erscheinen wird. Wir kommen zu Plex. Plex hat heute das Plex Cloud Feature freigegeben. Es hat offiziell die Beta verlassen. Im Endeffekt bedeutet das Feature, dass die Medien nicht mehr direkt bei euch im Heimnetzwerk gespeichert werden müssen auf Festplatten, sondern dass ihr eure Mediendateien in Zukunft auch in der Cloud ablegen könnt. Als Anbieter kommen da Dropbox, OneDrive und Google Drive in Frage. Gerade das leider sehr interessante Amazon Drive, weil das quasi unlimitiert wäre, wird nicht unterstützt. Das kam ja schon im Laufe der Beta leider raus. Kommen zu Facebook, da haben wir heute gleich zwei Ankündigungen. Zum ersten einmal wurde Facebook 360 vorgestellt für die Samsung Gear VR, die, sagen wir mal, sehr günstige Virtual Reality Brille, die viele Käufer von aktuellen Samsung Handys wahrscheinlich sogar geschenkt bekommen haben. Trotzdem entstand die in Zusammenarbeit mit Oculus, der Facebook-Tochter. Ja, in dieser VR-App ist es möglich, quasi 360-Grad-Formate zu genießen. Sollen aktuell 25 Millionen Bilder und rund 1 Million Videos sein. Die App steht ab sofort zum Download bereit. Weitere News zu Facebook, diesmal aber zum Facebook Messenger. Dort wird heute Facebook Messenger Day eingeführt. Soll so quasi der kleine Angriff auf Snapchat sein. Im Endeffekt können User eben Inhalte, Videos, Fotos einstellen, quasi als Statusmeldung, die dann im Facebook Messenger gesehen werden kann, die dann nur für 24 Stunden verfügbar sind. David Marcus, der Verantwortliche dafür, sagt, dass es sich vor allem durch zwei Dinge auszeichnen soll. Einerseits dadurch, dass User quasi mitteilen können, wo sie gerade sind und was sie quasi gerade tun und mit zusätzlichen Informationen und Kontext quasi dann zu ihren Bildern liefern können. Auf der anderen Seite können Nutzer so andere anregen, sich anzuschließen. Zum Beispiel, man sitzt gerade allein bei einem Café, verrät, wo man ist und fragt, ob sich jemand anschließen möchte. Bleibt fraglich, ob das dann tatsächlich so funktioniert. Vielleicht bin ich auch nur die falsche Generation für sowas. Wir kommen zu Google und da gibt es heute einige Infos. Immerhin fand die Google Cloud Next in San Francisco statt. Dementsprechend kamen da einige neue Sachen zutage. Auf drei möchte ich hier erst eingehen. Das erste ist eine große Zusammenarbeit mit SAP. SAP wird mehr oder minder in die Google Suite einziehen. Dementsprechend dieses Google Cloud Infrastruktur Ding. Dort soll am Anfang mal jetzt auf jeden Fall so eine Programmierumgebung gehostet werden können. Man möchte zukünftig aber wesentlich mehr auf Googles Cloud quasi setzen und so Unternehmen billige, skalierbare und einfach skalierbare vor allem Server anbieten können. Eine weitere Neuerung, die sicherlich stärker auffallen wird, Gmail wird in Zukunft Add-ons bzw. Erweiterungen unterstützen. Das mag jetzt auf den ersten Blick nicht besonders überraschend klingen, schließlich geht das ja schon. Ja, stimmt, aber bisher waren das immer Chrome Add-ons. Bedeutet, wenn ich ein nettes Add-on fand, funktioniert das zwar im Chrome-Browser, sonst aber nirgends. Jetzt wird Gmail eigene Erweiterungen bekommen. Großer Vorteil, die sind dann über alle Geräte hinweg verfügbar, letztlich auch für Android und iOS. Das sollte den E-Mail-Dienst deutlich voranbringen. Letzte Google News, wir kommen zu Googles Gboard. Achim sind meine bevorzugte Tastatur unter iOS. Unter Android bekommt ihr jetzt einige neue Features dazu, zum Beispiel auch, dass sie Text direkt während der Eingabe schon übersetzen kann. Natürlich wird der Google Translate angebunden.
dennoch eine ganz beeindruckende Sache, dass ich quasi auf Deutsch Text schreiben kann und der direkt live auf Englisch übersetzt wird. Mal schauen, wie das tatsächlich funktioniert, vorerst aber eben leider nur für Android-Nutzer. Vorletzte Meldung für heute, eine kleine Durchbruch bei der Forschung. In Lausanne haben Unternehmen, also hat eine Universität gemeinsam mit IBM neue Magnete vorgestellt, beziehungsweise quasi bewiesen, dass es sie gibt und dass sie funktionieren. Diese Magnete sind nur einen Atom groß. Wofür ist das jetzt wichtig? Naja, für Speichertechnologie. Im Endeffekt waren Magnete bisher 3 bis 12 Atome groß. Jetzt sind sie nur mehr einen Atom groß. Sofern sich das durchsetzt und stabil wird und vor allem massentauglich wird, wäre damit wesentlich mehr Speicher auf noch kleineren Raum möglich. Wäre natürlich eine ganz spannende Entwicklung. Bis zur Marktreife wird aber noch einige Zeit vergehen. Zuletzt eine kleine Film-News, keine Technik-News oder Serien-News mehr oder minder. Bin mir aber sicher, es werden noch viele unserer Hörer sich freudigst darauf warten. Es ist mittlerweile ein Datum raus, wann die 7. Staffel von Game of Thrones starten wird. Es ist der 16. Juli. Der Trailer bzw. das erste Bild dazu zeigt ihre Sturmtochter auf ihren Schiffen quasi. Ebenfalls ist der Gnom quasi erkennbar, der Zwerg. Ja, wir dürfen gespannt sein. Ansonsten, das offizielle Poster zeigt nicht viel. Es zeigt jetzt mehr oder minder, wofür die ganze Serie schon steht, nämlich wirklich Eis und Feuer. Mehr kennen wir nicht. Einen kleinen kurzen Trailer gibt es auch, der auch nicht wirklich viel zeigt. Sei es wie es sei, am 16. Juli startet die 7. Staffel. Sie wird leider nur weniger Folgen haben. Im Endeffekt sollen es 7 Folgen sein. Dann nicht so wie sonst üblich 10 Folgen. Erst dann in die letzte Staffel gehen wird, die wird dann 8 Folgen haben. Das heißt, insgesamt gibt es bis zum Ende noch 15 Episoden. Dann wird Game of Thrones enden. Endet jetzt auch diese Folge, es endet auch diese Woche. Es hat mich sehr gefreut, euch durch die Woche begleiten zu dürfen. Nächste Woche ist dann der Martin dran. Ich wünsche euch ein fröhliches Wochenende und Servus. Hört mehr Geek Talk.